Du bist gar kein Hai, ne? Du bist die Katze. Freunde, gute Nachrichten. Ich habe gerade Probe auf Abruf. Das heißt, ich warte darauf, dass ich irgendwann probe. Die Zeit soll nicht ungenutzt bleiben. Deswegen eure Chance. Es gibt mal wieder Fragen an mich. Stellt eure Fragen. Ich werde einige davon beantworten. Nicht alle, aber vielleicht habt ihr ja das Glück. So, die ersten drei Fragen werden direkt beantwortet. Sternzeichen ist Jungfrau. Ich habe bald Geburtstag. Sehr bald sogar. Morgen. Eine ganze Weile. Wir haben am 27.09. Premiere und dann geht es bis nächstes Jahr auf jeden Fall. Wow, da gibt es viele Hotspots. In München ist das aber, glaube ich, der Flaucher oder wie ich es gerne nenne, der Flauscher. In Wien bin ich sehr, sehr gerne am Naschmarkt. Schön ist es, ich singe gerne. Ist jetzt wahrscheinlich nicht so überraschend für alle, die mich ein bisschen besser kennen. Ich föhne. So ein bisschen. Mein Lebensmittel, die Frage verstehe ich nicht ganz. Meinst du mein Lieblingslebensmittel? Kaffee mag ich sehr gerne. Aber sicher, das war eine ganz tolle Zeit und ich gucke mir die Folgen bis heute sehr gerne an. Und gerade jetzt, wo ich wieder in Wien arbeite, kommen natürlich viele alte Erinnerungen hoch. Medikopter war toll und wird immer toll bleiben. Logo, da freue ich mich schon drauf und bin dann gespannt zu hören, wie euch die Show gefallen hat. Gut, dann hätte ich ehrlich gesagt ein Problem. Ich wollte nämlich schon als kleines Kind Schauspieler werden und hatte nie einen Plan B. Insofern, gut, dass das alles so gelaufen ist. Natürlich, der King of Pop. Wir haben tatsächlich am selben Tag Geburtstag, also er gehabt. Und ich immer noch. Und ich war einmal auf einem Konzert am 28. August, also am Tag, wo wir dann beide in unseren Geburtstag reingefeiert haben, als Kind. Aber sowas von, natürlich habe ich noch Kontakt zu Möbel. Wir waren kürzlich erst am Wolfgangsee zusammen und ich hoffe, dass sie mich ganz bald in Wien besuchen kommt. Melanie, wann kommst du? Ehrlich gesagt, bleibt normalerweise gar nicht so viel Zeit, um irgendwas zwischen den Proben zu machen, weil wir echt viel zu tun haben. Aber in der Mittagspause, da bin ich in der Kantine und esse. Wir haben nämlich eine sehr, sehr gute Kantine. Ansonsten ist heute ein Ausnahmetag. Ich muss nämlich gar nicht. Wien ist einfach sehr, sehr schön. Es ist ja gerade zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt worden und ich würde das so unterschreiben. Ich glaube, jeder weiß, ich liebe London noch so einen Tick mehr, aber Wien ist ganz weit nach vorne gekommen in meiner Liste. Was könnte ich da aktuell sagen? Es gibt so einen Film, der heißt Bodyguard. Den fand ich richtig geil. Ansonsten habe ich gar keinen Lieblingsfilm. Es gibt viele schöne Filme und ich habe alle Filme sehr gerne. Aber Bodyguard ist cool. Musical aber noch besser. Leute, ihr müsst jetzt aufhören. Es sind so viele Fragen, ich werde nicht alle beantworten können. Aber diese muss ich beantworten. Natürlich habe ich einen Föhn in der Garderobe. Ich habe überall einen Föhn. Ich schicke euch Beweisvideos. Habe ich doch schon. Ja, es gibt einen tollen Föhn in der Garderobe. Bzzz. Also als erstes habe ich gelernt, dass Österreicher uns Deutsche Piefkes nennen. Dann gibt es noch viele komische Worte. Heuer, Kaviol, Topfen, Faschiertes. Aber ich verstehe immer mehr. Ich kann überleben. Definitely blue. I love blue. Wow, da gab es einige. Das Schöne bei VL war, dass das Ensemble sich wirklich gut verstanden hat. Aber besonders eng war ich natürlich mit meiner Tante, mit der Gabriele Metzger, mit René, mit Dirk, mit Melanie, mit... Jana, Thore sind jetzt raus. Dann kommen noch Sascha... Und die Frau Kestel und, ach, eigentlich die meisten. Es gab wirklich wenige, mit denen ich nicht so gerne gedreht habe. Gab es aber auch. Aber das bleibt geheim. Because the questions were in German. If you send me some English questions, you'll get English answers. Easy, isn't it? No joke, most of the time I don't use any products for my face, so my skin is really natural and I guess that's the secret of my skin. Thank you for saying that it looks young. It actually does for almost 41, doesn't it? Ja, ganz ehrlich, im Moment habe ich nicht so viel Zeit zu backen, aber ich backe nach wie vor gerne und wenn sich's mal ergibt, dann backe ich auch noch. Aber im Moment ganz wenig. Mein nächstes großes Ziel wäre mal eine Sachertorte, obwohl ich die nicht gerne esse. Aber ich kann sie zumindest mal backen. Mal schauen, wann es klappt. Da gibt es wirklich viele komische Sachen. Vieles möchte ich nicht sagen, aber so viel. Es dreht sich gerne um Füße. Also es kommen viele Fragen zu Füßen und zu irgendwelchen sexuellen Dingen und so, aber die poste ich natürlich nicht. Deswegen sage ich oft dazu nur seriöse Fragen. Das ist, was ich mit seriös meine.
So, letzte Antwort für heute. Vielleicht werden morgen noch ein paar beantwortet. Let's Dance, klar, würde ich sofort mitmachen. Ich habe letztes Jahr ja schon Dance, Dance, Dance gemacht. Das hat tierisch viel Spaß gemacht. Deswegen mal schauen, vielleicht irgendwann auch noch Let's Dance. Ich hätte auf jeden Fall Freude dran.